Hey Leute und willkommen zurück bei Let's Play Plants vs. Zombies 2. Drei Level liegen noch vor uns, dann haben wir die Moderne fürs Erste auch abgeschlossen. Bin ich dann sehr froh, sollten wir das schaffen. Natürlich jetzt erstmal die Pinata Party. Habe ich die letzte geschafft? Nein, ich glaube, die letzte habe ich leider nicht geschafft. Stimmt, das war... nein. Das war ja die, wo ich die Pflanzen schützen musste. Ich erinnere mich, so, du kommst dahin. Ich weiß gar nicht mehr, ob die Kohlköpfe die hier töten. Ich setze da vorsichtshalber nochmal einen zweiten hin. Ich meine, da kommen ja gleich die Kleinen raus, oh Mist. Hätte ich sie mal nach unten gesetzt. Denn die schaffen das, sehe ich gerade. Na toll. So, da kommt schon einmal Spezialdünger. Und wie es aussieht, arbeiten wir hier nur mit Kohlköpfen. Okay. Die mag ich ja eigentlich recht gern. Habe ich aber schon ewig nicht mehr genutzt, so im normalen Spiel. So, hier einen zweiten hin. Da warte ich mal eben kurz. Der ist weg. Sehr schön. Setzen wir den nochmal hin. Haben schon da einmal den Spezialdünger. Setze ich dich nochmal hin. Sehr schön. Da noch einen dritten. Und dich noch dahin. Da kommen die nächsten. So, da kommen die Kleinen. Ihr fiesen, fiesen Kleinen. Fress da jetzt schon dran rum, ne? Du auch. Ich warte nochmal eben kurz, bis du drauf gehst. Du gehst hoffentlich drauf. Gehst du bitte drauf? Dann setze ich den erstmal hoch. Sollte den auch... Ey, sag mal, was macht der Kleine da? Was macht der Kleine da? Das ist nicht nett. Geht der jetzt wenigstens drauf? Sehr schön. So, Spezialdünger möchte ich hier natürlich... Ach, Spezialdünger Power-Up natürlich nicht nehmen. Hab sowieso nicht genug Kohle für meinen Lieblings-Power-Up, die Schneebälle. Eieiei, ihr Fiesen. Ihr fiesen Kleinen. Kann ich eigentlich nur darauf achten, dass ich immer wieder schön welche hinsetze. Und dann, ja, schauen, wie es weitergeht. Da ist direkt der nächste Dünger. Dich dahin. Ich glaube, ich nehme den auch direkt. Huch, komm schon. So, dann werden wir die hier hoffentlich los. Sehr schön. Zwei Wellen noch. Okay, die sind jetzt hier weit vorne. Das ist natürlich nicht so schön. Der frisst ja... Die beiden fressen noch am Kohl. Eieiei. Das kann auch mit so kleinen wirklich hart sein, ne? Also muss man ja mal sagen... Ich lasse die aber jetzt erstmal fressen. Zünd hier noch keinen Rasen mehr von alleine. Da sollte ich nochmal einen hinsetzen. Du läufst da vermutlich auch durch. Setze ich da noch einen hin. So, die beiden Reihen sind weg. Dann muss da noch einer hin. Ah ne, nur die eine Reihe ist weg. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da oben könnte aber auch schon kritisch werden. Oh nein, der ist auch noch ausgerechnet in der Mitte. Töte ihn. Töte ihn. Töte ihn bitte. Da sind zwei. Ich muss hier wieder aufbauen. Irgendwie da oben auch. Und hier vielleicht auch schon, wenn der gleich gezündet wird. Hier oben muss noch was hin. Ich warte mal eben kurz, bis die durch sind. Oh Gott, der frisst sich durch. Der frisst sich durch. Hier, der Kleine. Das darf nicht passieren. Sprengen. Einfach mal in die Mitte. So, gefährlich. Oben, unten, Mitte. Einfach mal rein. Das habe ich nicht bedacht. Ich habe ja nochmal Spezialdünger. Huh, da direkt nochmal einen hin. Schön. So, wie gesagt, unten ist... Ah, unten ist gar keiner mehr. Aber die können trotzdem nach da unten kommen. Deshalb setze ich einen. Sollte ich jetzt schon vorspulen? Ich glaube, ich kann es tun. Mist. Jetzt geht es doch verflucht schnell hier. So, euch mal sprengen, euch nochmal sprengen. Und dann sind es nur noch die beiden da oben. Und damit hätten wir es geschafft. Juhu, wunderbar. Das freut mich. Endlich mal wieder eine Pinata-Party geschafft. Und wir bekommen einmal Powerschnee. Das ist super. Ein Sprössling und sogar 10 Edelsteine. Juhu. Das ist wunderbar. So, zweite Pinata-Party geschafft. Und jetzt geht's in der Moderne weiter. Da bin ich gespannt, was da jetzt auf uns wartet. Und vor allem, wie schwierig es sein wird... Okay, mit den vorgegebenen Pflanzen finde ich ja mittlerweile echt gut. Muss ich sagen, oh nein, wir haben einen großen dabei und diesen komischen in seinem orangenen, oh, was auch immer, Flugobjekt. Okay, und wir haben richtig blöde Pflanzen. Wir haben richtig blöde Pflanzen. Was machen die noch? Ach ja, die verkleinern. Stimmt, die verkleinern, ich erinnere mich. Oh Gottchen, wie war das noch? Du pustest sie dann voll, die werden dann gefressen, ne? So war das doch. Ich setze den mal einfach hier hin. Okay,
Okay, das hat funktioniert. Setz dich nochmal hin. Dich da unten hin. Aber du läufst trotzdem... du bist aber trotzdem tot. Okay, das ist nice. So. Da oben ist noch nichts, in der zweiten Reihe. Da hätte ich dich jetzt nochmal gerne. Und wenn es geht, setze ich den nochmal dahin. Kann ich den nochmal verkleinern oder so? Ich muss hier gerade irgendwas tun. Ah, super, Kopf weg. So, jetzt hätte ich da hinten gerne. Na, komm schon. Ich mach das nochmal eben kurz so. Setz den erstmal dahin. Boah, das ist aber jetzt eine krasse Sache, oder? Oder meine ich das nur? Komm's nochmal hier hin. Ihr werdet alle verkleinert. Das ist schön. Ich setze den jetzt einfach hier hin. Und der futtert da auch schon gewaltig dran rum. Ich hoffe, der hinten regelt das noch. Den nochmal hier hin. Ich glaube, ich setze die nochmal irgendwie hier zwischen. Oh, der oben frisst sich durch. Ah, nee, doch nicht. Da nochmal einen Pilz hin. Los, töte den Abenteurer. Genau. So, hier noch einen hin. Da haben wir schon Spezialdünger. Kommst du noch hier hin? Da unten kommt der Blödmann. Okay, dann muss ich da vielleicht mal ein bisschen Power geben. Setze da direkt noch einen hin. Und so einen hier hin. Und sollte jetzt vielleicht hier noch ein bisschen was machen. Klappt das überhaupt hier bei dem? Ansonsten machen wir das nochmal eben so. Wird er nämlich auch ein bisschen geschrumpft. Wird er geschrumpft? Ja, er wird geschrumpft. Perfekt. Wollte ich gar nicht. Wollte den. Da kommt der Große. Und das ist auch schon die letzte Welle. Das sieht doch ganz okay aus, würde ich sagen. Außer es passiert jetzt noch was unglaublich Blödes. Können wir dich nochmal verkleinern. Sehr schön. So, dich hier hin. Und dann sind es jetzt nur noch die. Könnten so einen noch dahin setzen. Den hier hin. So, die da oben. Okay, wow, der ist schon tot. Ach, nice. Ach, nice. Oh, cool. Ja, wisst ihr was? Geben wir hier nochmal Spezialdünger. Oh, schön. Das war jetzt wieder so verhältnismäßig leicht, ne? Es ist echt ein bisschen durcheinander gewürfelt mit dem Schwierigkeitsgrad. Oder aber das ist einfach nur mein persönliches Empfinden. Das kann ja auch sein. So, 2 Level bis zum Weltenschlüssel. Supi. Boah, ich fände es jetzt echt toll, wenn die nächsten beiden Level so easy wären, dass wir das jetzt einfach mal durchhaben. Das wäre echt toll, weil dann können wir nämlich mit den Endlos-Modi ein bisschen weitermachen. Wenn überhaupt. Aber es wäre ganz schön, um ein paar Münzen zu sammeln. Denn, oh nein. Nein! Warum muss jetzt ausgerechnet noch sowas kommen? Nein! Nein, 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 nein. Okay, da es gerade relativ gut funktioniert hat, würde ich die ganz gerne doch nochmal mitnehmen. So, dann hätte ich auch gerne das Kleeblatt dabei. Denn die sind gut für die mit Ballon. So, ich brauche natürlich auch ganz normale Pflanzen. Oder mache ich das nur mit denen? Die hier wäre gut, so zur Not. Und dann hätte ich gerne noch... Was hätte ich denn dann gerne noch? Nüsschen. Die Frage ist, welche? Eventuell echt die hier. Und fette Beete. Irgendwas zum kurz aufhalten. Oder aber noch sowas wie die Lenkdistel. Die hier haben wir auch noch, ne? Explodiert. Sucht vorbeiziehende Zombies. Ich nehme die jetzt einfach mal mit. Da haben wir den Spezialdünger-Effekt. Ich kann ja einfach mal schauen, ob uns das was bringt. Und wenn wir es nicht beim ersten Mal schaffen und die verballert haben, ja gut. Dann ist das so. Fände ich dann auch nicht besonders schlimm. Ist dann okay. Aber wenigstens sind sie relativ günstig. So, du kommst da. Ich weiß nur nicht mehr, wie das war, wie man die genau setzen muss. Das weiß ich leider nicht mehr. Deshalb warte ich gerade noch mal ein bisschen. Setz die hier erstmal. Ihr kommt beide da. Okay. Ach, da kommen sogar 3. Okay, das finde ich gerade noch ganz gut. Kann ich nämlich da noch einen setzen. Da vielleicht sogar noch einen vor. So, Kirschen haben wir auch. Ich baue aber jetzt trotzdem schon mal hier die anderen auf. Aha, Überfall. Wo genau bist du?
Ja, das ist ja nice jetzt. Bringt das überhaupt noch was? Bin ich mir hier gerade nicht so sicher. Ah, der ist tot, das ist supi. Aber der darf sich da natürlich gerade nicht durchfressen. Ich spreng den mal kurz. Super, hat den Kleinen mitgenommen. Ich glaube, ich muss die beiden doch noch sichern. Den nochmal gesichert. Da noch einen hin. So, dann kann ich dich gleich noch setzen. Erstmal da noch einen hin. Und den hier nochmal sichern. Es ist halt nur blöd, wenn die da direkt rüberkommen, ne? Mit ihrem blöden, oh, riesige Welle. Wie sich da so rüberschwingen. Erstmal abwarten. Ich kann vielleicht auch... Jetzt kommen die blöden Ballon-Zombies. Machen wir das mal eben so. Die nehme ich schon mal alle weg. Dich sprenge ich direkt. Da unten ist noch einer. Okay, die sind erstmal gesichert soweit. Da schwingt sich noch einer rüber. Eieiei! Eieiei! Den ich nochmal da hinsetzen. Die fressen sich da durch, oder? Ah, der ist tot. Sehr gut. Ich muss was mit dem da hinten machen. Weiß aber gerade noch nicht was. Mal auf, ich mach das mal eben so und so. Werden wir die schon mal los. Und dich setzen wir auch noch mal hin. Ja, es geht so einigermaßen. Das Problem ist, oh, da kommt schon der Große. Da nur einer. Auch sprengen. Den direkt noch mal hin. Ist es jetzt nur noch der Große? Nee, ich glaube, es ist noch eine Welle, die kommt. Direkt mal weg. Diese Pupsgeräusche. Guck mal auf. Machst du bei dem Großen mal bitte irgendwas? Das wäre wunderbar. Der da ist auch weg. Oh, ich glaube echt, das ist jetzt die letzte Welle, ne? Ich glaube wirklich, das ist die letzte Welle. Der ist tot. Ach, cool. Ja, das war doch ganz nice, muss ich sagen. Da noch einen hin. Da vielleicht noch einen hin. Ich weiß nicht, ob die was mit der Kanone... Ah, sehr schön. Ja, cool. Hat uns die Geist... Ein Taco! Oh mein Gott, wie cool! Hat uns die Geist-Pepperoni doch einen guten Dienst erwiesen, das wollte ich gerade sagen. Aber warum bekommen wir jetzt... Wir müssen doch noch Level 16 machen. Warum bekommen wir jetzt einen Taco? Was bringt uns der Taco, außer dass Dave sich freut? So, noch 51 Goldgräber-Zombies? Ja, schön. Schön und gut, aber trotzdem... Huch, oh Gott, ich hab's weggedrückt, sorry. Nein, Benutzer Dave, Vorsicht, meine Sensoren melden eine hohe Fallenwahrscheinlichkeit. Aber hungrig, Mampfen, Taco. Ach, wahrscheinlich hat er sich nur gefreut und sowas gesagt wie, hey ho, ein Taco. So, dann bin ich gespannt, was jetzt kommt. Jetzt müssten doch eigentlich so viele Große wiederkommen, ne? Jetzt müsste Dr. Zombos doch irgendwas zu uns sagen. So war das zumindest im Jurassischen Moor, glaube ich. Warum dauert es gerade so lange? Da ist er. Ihr Narren, ihr seid in meine geradezu unverschämt offensichtliche Falle getappt. Mein Heer von Gargantuas wird euch in die Vergessenheit prügeln. Und dann bekomme ich mein Taco? Nein. Nein, bekommst du nicht. Überlebe ohne Rasenmäher. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Aha. Ich bekomme aber Pflanzen vorgegeben, das ist schön. Das ist ganz wundervoll. So, Power-Up würde ich hier natürlich ohne zu zögern nutzen. Das ist ja wohl klar. Mit seinem Kätzchen da oben drauf. Oh, werden die hiermit wohl auch gesprengt? Ja, vermutlich, ne? Ich warte erstmal noch ein bisschen. Noch eine Mine. Na, ich setze sie mal hier. Aber es kommt doch jetzt nicht immer eine alleine, oder? Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Kommen die nächsten. Und da nochmal. Da noch eine Mine setze. Ich kann auch versuchen, hier ein bisschen zu sprengen. Ich meine, wenn ich es gerade habe, warum nicht? Genau, wollte ich nämlich gerade sagen, bevor die ihre blöden Kleinen werfen. Ja, der ist explodiert. Der ist erstmal eingefroren, das ist super. Oben ist... Oh, oben ist noch keiner. Wie war das nochmal? Die musste ich doch so zünden, ne? Ich weiß doch schon gar nicht mehr, Leute. Das tut mir immer so leid. Oh, der ist nicht draufgegangen. Shit, der ist nicht draufgegangen? Der wird doch jetzt...
ich hau den weg. Also, wenn das jetzt nicht funktioniert. Ah, er ist jetzt draufgegangen. Okay, sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Muss man auf jeden Fall sagen, der ist auch weg. Okay, setzen wir da nochmal einen hin. Okay, dich kann ich doch auch so zünden, ne? Da ist der Kleine. Boah, wehe, du frisst mir die raus. Jetzt erstmal da. Okay, boah, das ist natürlich mies. Das ist mies. So. Weintrauben, bitte. In alle Richtungen. Oh, wo soll ich das? Ja, vermutlich irgendwo relativ weit vorne. So, Power. Ich muss ein bisschen wirklich drauf achten, dass ich hier nachschaue, wenn die Kanonen wieder ready sind. Ja, du bringst mir eigentlich nicht viel. Ich meine, der haut die doch jetzt sofort raus, oder nicht? Oh, hau mal bitte drauf. Oh, das sieht nicht so gut aus. Das sieht echt nicht so gut aus gerade. Da noch einen hin. Da noch einen hin. Weintrauben. Oh, Weintrauben bitte. Hau mal den hier weg, das wäre schön. So, der ist noch da. Da noch einen hin. Okay, da sind jetzt zwei in einer Reihe hintereinander. Das ist natürlich selten dämlich. Haust die weg, dankeschön. Die nutze ich auch jetzt direkt. Oh nein, der Kleine. Weintrauben! Die hauen immer schön die Kleinen weg. Das ist ganz gut. So, nochmal bitte. Nice! Ach, cool. So, ich glaube, hier oben habe ich noch keinen. Kann ich mal einfach so setzen. Oh, ich muss aufpassen, wenn ich die zünden kann. So, Feuer, Feuer. Dich noch dahin. Oh, Eisdrachenmäulchen, nice. Da kommen schon die nächsten. Oh, P-Shooter, Dreier-P-Shooter. Ja, einfach mal hier hin. So, du bist wieder ready. Kommst dahin, du bist auch ready. Du auch. Und du da unten auch. Da oben noch mal einen. Haust du mir die da alle? Das gibt's ja wohl nicht. Du Blödmann. Fette Beete. Oh Gott, wo setze ich die jetzt? Da oben vielleicht? Dann da unten noch mal ein bisschen was. Der ist wieder ready. Ey, was macht der denn da? Hat der mir jetzt Pflanzen geklaut mit seiner blöden Gitarre? Spezialdünger hebe ich mir eben kurz auf, bis die nächsten da sind. Geht's noch? Den kann ich ja so benutzen. Ich meine, ich möchte jetzt ungerne da Spezialdünger anwenden, oder? Ich weiß nicht. Also auf den Eisbergsalat mache ich das besser, auf die Eismelonen. Was machst du nochmal? Ach, du stellst sie wieder her. Ach, ihr seid ja schon fertig hier. Boah, muss man echt drauf achten. Bam, da noch einen hin. Da, oh Gott, der war einen zu weit vorne, aber ich glaube, das macht nichts. Jo, fette Beete einfach mal irgendwo hin. Und welchen holen wir wieder? Ist es eigentlich egal. Den hier vielleicht. Da oben ist fertig. Du bist fertig. Du bist fertig. Die beiden noch? Die beiden noch? Machen wir das mal eben so. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dich wieder herstellen. Ja, P-Shooter ist eigentlich nicht so klug. Ja, komm, hier nochmal schön einfrieren. So, Power. Die schießen ja nur in ihre Reihen leider, ne? Ja. Okay, haben wir nur noch den hier unten. Dann kommst du mal bitte wieder. Der hat auch keinen Kleinen mehr dabei. Na, komm schon. Der haut den jetzt eben... Ah, er ist tot. Oh, Leute, cool. Ja, schön, das freut mich. Ein Weltenschlüssel und die Moderne abgeschlossen. Ja, cool. Schön, schön. Das heißt, es dauert jetzt wieder ein bisschen, bis es hier weitergeht. Ich muss sagen, die Moderne war... doch schon ein bisschen krass. Hat aber alles in allem Spaß gemacht. Also ich habe es mir noch viel schlimmer vorgestellt. Ich meine, 5 Pepperonis, ne, vom Schwierigkeitsgrad her, ist schon eine Hausnummer. Aber es wird vermutlich richtig heftig, wenn dann der zweite Teil da ist. So, wir haben 87 Edelsteine. Ich habe schon überlegt, ob ich hier wirklich nochmal ein oder zwei Plätze dazu kaufe. Die Sache ist die, wenn es wieder ein cooles Angebot gibt, ich guck mal eben im Shop, wenn es echt wieder mal ein cooles Angebot gibt, dass wir für die Edelsteine Pflanzen kaufen können, können wir aber nicht, dann würde ich das vielleicht gerne machen, 109, 129, nee, die hier nicht.
Die Frage ist, Horikol 99, die Frage ist, wird es überhaupt noch weitere Angebote geben als die, die jetzt schon da sind? Wenn man das wüsste, dann würde ich eventuell Plätze im Zen-Garten kaufen. Aber okay, so, das war es jetzt für diese Folge. Das war es erstmal mit der Moderne. Und ich denke, wir werden dann bestimmt wieder ein bisschen im Endlos-Modus weitermachen, je nachdem, wie ich gerade Lust habe zu spielen. Boah, 375, das ist einfach so krass, ne? Das ist wirklich krass. Und schon wieder die Geist-Pepperoni. Gut, Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!